My name is Alexandra Jiménez. Ich komme aus Kolumbien, aus Pereira. Ich wohne seit 6 Monaten hier in Mannheim. Ich bin verheiratet. Mein Mann ist Deutscher. Und seit einigen Wochen macht Alexandra beim Caritas-Projekt der Mannheimer Integrationsbegleiter mit. Das bedeutet, ein Ehrenamtlicher und ein Migrant treffen sich regelmäßig als sogenanntes Tandem, um gemeinsam zu lernen, zu reden und etwas zu unternehmen. Ja, ich finde das wichtig, einerseits für die jungen Frauen, dass sie Deutsch lernen und vor allen Dingen, dass sie wissen, wie es in Deutschland, ja, was heißt das Leben eben und unsere Sitten und Religionen. Und ja, und ich selber lerne auch viel von den jungen Frauen und interessiere mich für deren Leben, von ihren Ländern, wo sie herkommen. Christel Baumann hat schon vielen jungen Frauen den Start in Deutschland erleichtert. Doch auch für sie ist das Projekt eine große Bereicherung. Ja, ich fühle mich gebraucht eigentlich dadurch auch und denke, ah, morgen treffe ich mich wieder und sie wartet auf mich oder manchmal gibt es Tage, ach, eigentlich habe ich nicht so gut Zeit und dann denke ich, nein, egal, jetzt im Moment habe ich die Alexandra, wir lernen zusammen und dann finde ich das wichtig, dass ich das selber mit einhalte und ja, ich kann das gar nicht richtig artikulieren, was das mir, was heißt, bringt. Ich denke, das ist gegenseitig. Und für Alexandra sind die Treffen sehr wichtig, um ihrem Ziel ein Stück näher zu kommen. Ich möchte an die Universität gehen. Ja, ich bin Psychologin und ich möchte hier als Psychologin arbeiten. Bei Christel Baumann fühlt sich die 23-Jährige sehr gut aufgehoben. Ich habe viel Spaß und ich kann mehr lernen und ich spreche und verstehe jeden Mal besser. In lockerer Atmosphäre Sprache und Kultur kennenlernen und neue Freundschaften schließen. Das ist bereits seit 7 Jahren das Erfolgsrezept der Caritas Integrationsbegleiter in Mannheim.